Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Willkommen zu meiner vierten und letzten Teil von meiner Serie, von der Single-Cast-Serie The Whistler zum 10-jährigen Jubiläum von Drunk Tuzin, eine bekannte Internethandel aus den Niederlanden. Und dieses Mal haben wir unser Masale-Fass. Whiskey Base Nummer 199098. Wir haben hiermit ein 9 Jahre alte Abfüllung, Ex-Bourbon, praktisch fast 9 Jahre alt und dann 10-monatige Masale Cask Finish. Fass Nummer 1173, 276 Flaschen. Wir haben 56,25%. Hat damals 65 Euro gekostet, allerdings ich habe sie im Angebot gekriegt für 49,90 € und ausverkauft. Ich habe viel Gutes davon gehört, wurde schnell ausverkauft. So, was wir jetzt haben als Vergleichswhisky ist das, was ich Standard immer da habe bei alle vier. Der Whistler 7 Jahre alt, Natural Cask Strength, Batch 6, mit 59%. Oloroso Sherry Cask Finish. Hier Masale Cask Finish. So, was kann ich noch dazu sagen? Wir haben auch hiermit zu tun, laut der Seite jetzt hier von Drunk Tuzin. Wir haben jetzt hier eine 10-monatige Ex-Masale Fass. Nö, da stand nicht da drin, ob amerikanische oder europäische Eiche benutzt wurde. So, dann verkosten wir und schauen wir mal, was hier passiert. Erstmal riechen. Da kommt schon viel Wein durch mit ein bisschen Seife im Moment. Erdbeere, rote Johannisbeeren, vielleicht sogar auch schwarze, vielleicht sogar Brombeeren sind da drin. Getrocknete Feigen. Dunkle Schokolade, Kakao, leichte Kaffeebohnen. Das wird nicht mein Lieblingswhisky sein. Von den drei werde ich, auch der Nase sticht auch ein bisschen mehr. Aber von den drei wird wahrscheinlich, ich werde ein Blind Tasting machen. Der Moscatel könnte Platz 1 sein. Nein, Platz 1 wird das hier, Moscatel Platz 2. Platz 3 wird es wahrscheinlich unser Grand Cru Rotwein sein vom Rothschild. Und dann 4 wird er noch unser Oloroso. Ja, der 5 wird unser Oloroso sein. Das wird Nummer 4 sein. Das ist das, was ich vermute. Werde ich sie auseinanderhalten können? Werde ich die merken können? Keine Ahnung, aber es ist Training, trainieren. Kann ich Masale unterscheiden vom Rotwein? Kann ich Masale unterscheiden vom Oloroso? Kann ich eine Vollreifung mit 5 Jahren von meinem Finish mit 7 Jahren unterscheiden? Alles sind wir jetzt hier zwischen 60 und, ich glaube, der niedrigste ist das, was ich jetzt hier habe, 56%. Alkohol sollte nicht das gravierende Unterscheidungsfaktor sein. Leicht, ich glaube hier dieses Waldhonig ganz leicht so in ein Fass angebrannt. Holz, Waldhonig, leichte Momente von hier Karamellisierung. Ja, das sind die Masale-Momente sehr gut deutlich. Rote Früchte. Gut. Cheers. Wenn jemand auf eine stärkere Fass-Einfluss steht, nicht eine leichte mit der Feder berühren, sondern mit einem dicken Pinsel tatsächlich hier einfach mal alles anstreichen, ist hier genau richtig. Also diese Masale, der nimmt hier richtig schon den Fass überhand. Auch der Tannin, auch der Trockenheit. Viel an der Seite hier ist wesentlich stärker spürbar. Ist das schlecht gemacht? Nein. Entspricht das meine Wunschvorstellung? Nein. So ein bisschen perfekt, nicht perfekt. Jason-konform,
vielleicht Albert konform oder Jürgen oder Manfred oder Manfredo oder Helmut. Alle Menschen, die eine Rolle in mein Leben gespielt haben. Interessant, ich habe Thorsten vergessen. Ja, genau, Thorsten auch noch. Also, coole Namen, coole Männer, mit denen ich unterwegs war in meinem Leben. Okay. Ich habe noch niemals das Gefühl, dass die Hälfte davon trinken Whisky. Deutliche Brombeer, schwarze Johannisbeeren, Moment nehmen zu, Holz nimmt zu, Tannin nimmt zu. Hat mir fast besser gefallen beim Fassstärke her. Das ist für mich eine 3 bis 3 Minus Whisky. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es an meiner Tagesform, vielleicht liegt es an unseren Temperaturen. Es ist zwar hier Mitte, Ende, eigentlich Ende Juli. Es ist warm, es ist nicht heiß, aber es ist warm. Vielleicht im Winter, wenn es mir kalt wäre, würde ich sagen, perfekt. Der Wein und diese Holz und diese Bärenmoment sind in meinem Whisky ein bisschen zu vordergründig, dominant. Ich glaube, ich war bei 45 statt bei 53, wie ich wollte. Ja, genau eben das, was manche Leute mögen. Und das, was andere Leute sagen, muss nicht sein. Schön, dass es verschiedene Geschmäcker gibt. Schön, dass es dann verschiedene Richtungen gibt bei Whisky. Marsala und ich, ich habe den Wein schon mal probiert. Danke nochmal an André Haberrecht hier, der bei Kirsch arbeitet, dass er mir damals eine Flasche geschenkt hat, damit ich überhaupt verstehen kann, was Marsala ist. Das hat sehr, sehr gut geholfen. Auch der Whisky-Druid hat schon viele, viele Sachen in Marsala-Fässer reingetan. Hat bei mir meistens nicht ganz so gezündet. Bei anderen Menschen finden sie es einfach nur Bombe. Wasser braucht er nicht, der ist genau richtig. Er hat mehr Vanille sogar bei Fassstärke. Der Tannin ist halbwegs gut eingebunden. Und nur diese rote Johannisbeeren und diese Brombeeren poppen denn da. Ein kleines bisschen, das ist schon deutlich zu spüren. Also interessant. Jo. 3 bis 3 Minus, Preis-Leistung 3 bis 3 Minus. Also gibt es sowieso nicht. Sorry, Leute. Meine Natural Cask Strength, 7 Jahre Whistler, 59%. Mir geht's gut. Ja, was kann ich sagen? Ich finde diese Abfüllung bombastisch. So, meine Frage des Tages geht wiederum, welche Abfüllungen kennt ihr? Mögt ihr gerne, die einen Marsala Cask Finish oder eine Vollreifung haben? Ich habe schon ein paar Sachen erwähnt. Ich werde meistens nicht damit warm. Das heißt, das ist einfach mal nicht mein Finish. Manche Leute finden Port toll. Manche Leute finden manchmal Rum toll. Manche Leute finden Sherry. PX, ja, da bin ich dabei. Manche Leute finden dann dort Rotwein. Ja, je nachdem bei mir. Manche Leute finden Calvados. Ich glaube, ich habe noch nie einen guten Calvados-Finish gehabt. Manche Leute finden Virgin Oak toll aus Finish. Je nachdem. Also es gibt so viele verschiedene Sachen, mit denen die Leute da spielen können. Und ich habe bestimmt nur ein Drittel, wahrscheinlich ein Fünftel von dem aufgezählt, was es sowas gibt wie Tequila und was weiß ich, alles was. Okay, so, das war ich mit meinen vier. Wir werden gleich rüberschalten und schauen, wie ich das mache mit dem Blind Tasting. Ja, okay, ich habe alles jetzt hier aufgebaut. Irgendwo hier ist meine Lieblingsflasche, nämlich der 7 Jahre alte Whistler 59%. Schauen wir mal, ob ich das
herausschmecken kann. Irgendwo ist hier eine Flasche von den Moscatel vom José Maria Froseca aus Portugal. Irgendwo ist hier eine Flasche von dem Marsale Fass. Irgendwo hier ist eine Flasche von unserem 5 Jahre alten Oloroso Sherry Butt vom Jerez. Und irgendwo muss denn hier, was last but not least, ist unser Primär Cru Classé Bordeaux Wine Cask. So, von Alkohol sind wir alle zwischen 60 und 56. Also von daher, wir haben Rot, Gelb, Grün, sorry, Rot, Gelb, Blau, Grün und dann hier Silber oder auch Weiß, je nachdem, wie man seinen Farbton eingestellt hat. Ich werde erstmal riechen, ein bisschen zu schauen, wie das denn so ist und dann werde ich probieren. Ich werde versuchen zu erraten, was ist und ein Ranking zu erstellen. Und am Ende habe ich hier ein Zettelchen, auf dem alles steht, wo was ist. So, wir fangen einfach an mit hier unser Rot. Rot könnte unser Marsala sein. Gelb, weich, sehr schön, könnte mein Moscatel sein. Blau, könnte mein Oloroso sein. Oder, könnte auch meine 7 Jahre alte sein, ich hoffe nicht. Grün, mache ich nicht. Und Silber. Okay, das ist meine 7 Jahre alte. Boom. Entschuldigung, Leute. Der rote. No, thank you. Okay. Mein Ranking steht. So, blau, grün, gelb. Silber, Silber, Silber und Rot, was auch immer Rot ist. Ich probiere mal und ich schaue mal, ob mein Ranking so bleibt. Könnte ganz einfach sein hier. Der riecht wie leicht vergoren mit einem Haufen Schwefel da drin und viele unreife Beeren. Nee, der Masala war nicht so schlecht. Das jung, 5 Jahre alt, am Oloroso. Bin relativ sicher. Mein Silber könnte das mit der Tannin sein. Der bleibt ein bisschen länger im Mund. Fast Cracker Time nötig. Seiten, viel Brombeer, Johannisbeeren, Marsala. Gar nicht, nicht so gut. Die drei finde ich sehr gut. Die Frage ist, kriege ich meinen Moscatel raus? Gelb. Also grün schmeckt besser, riecht besser. Könnte Rotwein sein. Könnte mein Cru sein. Leichte Glühweinmomente mit Karamell und mit Waldhonig. Halbwegs kriege ich sie auseinander. Ob ich richtig liege, werden wir gleich sehen. Grün. Der riecht auch gut.
Bisschen mehr Umf. Bisschen mehr Alkohol. Wow. Auch leichte Holunderbeer. Mit ein bisschen mehr Umf. Wow. Also jetzt würde ich sagen, das ist mein Rotwein oder Masale. Das war für mich eindeutig Masale, Masale, Rotwein, Moscatel. Echt? Bekannter Geruch. Ja, absolut. Das ist mein 7 Jahre alter. Okay, also die drei hier machen mir ein kleines bisschen Kopfzerbrechen. Masale. Gewinner, Platz 2, Silber. Gut, wir lassen es so. Das ist meine 5 Jahre alte. Ja. Das ist meine Silber, habe ich gesagt, ist meine. Oh! Aua, aua, ich muss nochmal hier schauen. Das ist mein Moscatel. Echt? Silber ist Moscatel? Hat das besser in Erinnerung? Jetzt schmeckt das mal ein bisschen besser. Okay. Moscatel. Grün. Grün habe ich gesagt, muss jetzt hier mein Grand Cru Wein sein. Oh, das heißt, ich habe gerade eben Masale wieder vertauscht. Und der Gelb ist meine Masale, nicht wahr? Und das ist, was mich immer wieder hier verwirrt. Denn ich habe dieses nicht mit diesen Whiskys, aber mit anderen Whiskys gemacht. Das waren auch Einzelfassabfüllungen, glaube ich, vom Glenarachie, die Whisky Druid gesucht hatte. Der Masala hat mir nicht so geschmeckt, aber blind habe ich den auf Platz 1 oder 2 gerutscht. Vielleicht habe ich eine Verurteilung. Ich bin prejudiced. Ich habe Vorurteile gegenüber Masale Finish Produkte. Aber wenn ich sie blind verkoste. Holen Sie mich ab. Und hier blau habe ich natürlich meine Natural. Sehr gut. Was lernen wir daraus? Erstens, Jason gefällt der 7 Jahre alte Natural. Was lernen wir daraus? Der 5 Jahre alte Oloroso könnte gerne eine Tonne hauen. Und was lernen wir daraus? Das, was ich dachte, würde gewinnen, der Moscatel, hat nicht gewonnen. Dafür hat der Masale gewonnen und der Grand Cru blieb dann da im Mittelfeld. Die beiden, oder schon, die drei sind für mich austauschbar. Die sind jeweils gut für sich. Oder was lernen wir daraus? Jason erkennt, was ihm nicht schmeckt. Jason erkennt, was ihm schmeckt. Und das, wo es schwierig wird, versagt Jason. So einfach ist das. Okay, gut. Meine kleine Serie. Alle 4 Flaschen sind durch. Also, ich freue mich, das mit euch hier gemacht zu haben. Alles Gute euch. Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ein paar von diesen Flaschen von The Whistler, von der Bowen Brennerei dort in Irland sind noch erhältlich. Allerdings alle denn bei Drangdusin. Wegen deren 10 Jahre alte Jubiläum. Und falls man hier meine Lieblingsflasche findet, bei 65 Euro der 7 Jahre alte kaufen. Whisky Jason, alles Gute, bis dahin, ciao.